Mein Name ist Andreas Fahrt, ich bin Chemieprofessor an der Hochschule Furtwangen. Das Donauprojekt Clean Danube beginnt nächstes Jahr und es geht dabei darum, die Donau komplett zu durchschwimmen, 2857 Kilometer. Dabei auch ein Bildungsprogramm mitzunehmen, um Menschen auf ihren Einfluss auf die Gewässerqualität vorzuführen. Und es geht natürlich auch um die Untersuchung des Gewässers von der Quelle bis zur Mündung, indem Wasserproben entnommen werden, schon während des Schwimmprojekts analysiert werden, aber auch im Nachgang auf Mikroplastik, Hormone, Pestizide, Antibiotika, Süßstoffe, alles was der Mensch so freisetzt und die Kläranlagen noch nicht in der Lage sind, diese Spurenstoffe komplett zu eliminieren. I believe that if people have personal connection to a place, and actually like Danube is also a place, then they immediately start to care more. The people who are living near the waters are the ones that are the most affected by the pollution of it. And they are also the ones that can identify solutions for this problem. Yeah, and perhaps you can also try here to find some things how to reduce plastic.